Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reisen wir in die Zeit der Kreuzzüge. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, hinterlasst gerne ein Abo und ein Like auf diesem Video. Erledigt? Dann kann es ja losgehen. Der erste Kreuzzug. Im Jahre 1096 erschütterte die Nachricht von der Eroberung Jerusalems durch die Seldschuken im Jahr 1071 die christliche Welt. Das Byzantinische Reich hatte bei der Schlacht von Manzikert eine verheerende Niederlage erlitten und die Seldschuken bedrohten nun die Pilgerwege nach Jerusalem. Diese bedrohliche Lage führte schließlich zur Predigt von Papst Urban II. Auf dem Konzil von Clermont im Jahre 1095. In seiner leidenschaftlichen Rede rief Papst Urban II. Die Christenheit zum Kreuzzug auf. Er versprach den Teilnehmern nicht nur materielle Gewinne, sondern vor allem auch spirituelle Belohnungen und Erlass ihrer Sünden. Die Menschen reagierten enthusiastisch auf diesen Aufruf zur Befreiung des Heiligen Landes und verschiedene Gruppen formierten sich, um sich auf den Weg zu machen. Die Kreuzzugsarmee bestand aus unterschiedlichen Teilen, darunter die Volkskreuzzüge, die von Bauern und Laien angeführt wurden, sowie die gut ausgerüsteten Ritterarmeen unter Anführer wie Gottfried von Bouillon oder Raimund IV. Von Toulouse. Die Kreuzzüge begannen im Jahr 1096 mit mehreren parallelen Armeen, von denen jedoch einige auf dem Weg ins Heilige Land auf Schwierigkeiten stießen und Niederlagen erlitten. Einer der größten Herausforderungen war die Belagerung von Nikaia im Jahre 1097, die von den Kreuzfahrern erfolgreich erobert wurde. Die Schlacht von Dorylaeum im Juli 1097 war ein weiterer Wendepunkt. Bei dem die Kreuzfahrer die Seldschuken besiegten und ihren Zug durch Anatolien sicherten. Die Belagerung von Antiochien im Jahre 1097 bis 1098 dauerte fast 8 Monate und war von Hungersnot und inneren Konflikten geprägt. Nach der Eroberung von Antiochien wurde Beomund von Tarent zum Herrscher der Stadt. Die Etappe des Kreuzzuges war die Belagerung und Eroberung Jerusalems im Jahre 1099. Nach monatelangen Belagerungen eroberten die Kreuzfahrer schließlich die Stadt. Die Eroberung endete in einem tragischen Blutbad, bei dem viele der muslimischen und jüdischen Bewohner getötet wurden. Die Eroberung Jerusalems führte zur Gründung mehrerer christlicher Königreiche im Nahen Osten. Darunter das Königreich Jerusalem, das Fürstentum Antiochien, das Fürstentum Tripolis und die Grafschaft Edessa. Der erste Kreuzzug markierte nicht nur einen Wendepunkt in den religiösen Beziehungen zwischen Christen und Muslimen, sondern beeinflusste auch die geopolitische Struktur der Region für die kommenden Jahrhunderte.